hier vielleicht noch was in den Schränken? Nee. Dann gehen wir erstmal hier nochmal hin. Also hier ist jetzt der einzige Raum, wo ich noch irgend sowas finden könnte. Und danach können wir wahrscheinlich erst da durch. Nee, hier ist auch nichts. Hier nicht. Hm. Naja, stecken wir erstmal kurz hier das Wasser dran. Nein. Hier. Zack. Ich hoffe, das ist richtig. Nein, ist nicht richtig. Natürlich ist es nicht richtig. Weil das muss woanders hin. Und zwar bestimmt. Nicht hier. Oder doch hier? Haben wir da noch was? Nee, da geht nichts. Da nicht, da nicht. Da nicht, da fehlt ein Stück Holz. Die Maschine hier ist fertig. Oh Mann, das ist doch kacke. Wo finden wir das andere Stück Holz? Oh, hier. Hm. Der Holzkeil, den ich vorhin erwähnt habe, ist das letzte Stück Holz. Na, da sollst du drauf kommen. So. Zeit für die nächste Vision, würde ich sagen. Und. Oh ja. Mit den Hammer. Auf das. Oh, das muss wehtun. Das tut weh. Kurz gucken. Ich denke mal, ich muss hier bestimmt noch was dran machen. Und zwar den hier. Ja. Das hilft gegen Rückenschmerzen bestimmt. Olle Wetter, das ist natürlich kranke Scheiße, was der hier abzieht. Aber wir haben immer noch das Problem. Maschine hier. Die Tür ist immer noch zu. Ich habe nichts für die Maschine. Ich habe nichts für die Maschine und ich habe auch keinen Raum mehr, wenn ich richtig bin. Ja, der ist abgebrochen. Und zwar das da. Was soll das heißen? Nicht den Stab? Die müssen da alle hin. Das muss da hin. Das da. Da ist nicht Stab. Nein, Stab weg. Ja, aber was dann? Was müssen wir dann machen? Ich kann nichts weiter machen. Ich kann hier nichts machen. Das ist mir gerade ein bisschen suspekt. Ich habe hier keinen beleuchteten Raum mehr. Wir haben diese Maschine da. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt uns nicht gerade was versaut, indem wir, weil da hinten kommen wir nicht mehr rein. Ich denke mal, da ist alles sauber. Okay. Aber das heißt, wir müssen ja hier noch irgendwo was jetzt finden. Hier ist da nichts. Hier ist nichts. Da oben ist nichts. Hier nicht. Da nicht. Ist hier noch was?
Nein, nein, nein. Nee, hier ist überall nichts. Also, das ist gerade ein bisschen verwirrend. Ich brauche sowas wie ein... Also entweder muss ich das Ding da rausmachen, oder ich brauche eine Verlängerung oder sowas wie eine Muffe oder ach, keine Ahnung, wo ich das verlängern kann. Weil hier hinten ist auch nichts mehr. Ne, wenn ich hier unten auf den Boden gucke, ist alles schön. Oh, ich will mich auch jetzt hier nicht zu Tode suchen. Hier noch irgendwas? Nee, hier ist auch nichts. Oh, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Hier ist doch nichts mehr. Ja, ich meine, wir können ja mal alle über unsere Hobbys so reden, ja. So nebenbei. Wenn ich ja schon so rumschlawinere. Und alles nochmal 10.000 Mal angucke, um dann rauszufinden, dass ich doch nichts finde. Hat der Kunde mir das geklaut? Der hier vorhin so rumschlawinert ist? Der liebe Doktor, der hier die Leute ein bisschen kaputt macht. Hier ist nichts mehr. Hier kann es nichts mehr geben. Ich brauche einen Stab und daneben liegen die Teile für den Stab. Aber das war's auch. Hier mal alles abgeguckt. Nee, hier nicht, hier nicht. Hier ist nur dunkel, hier ist nur Steinplatte. Hier ist auch nichts weiter, hier geht's nicht weiter, hier nicht, hier ist alles Wand. Kein Tor, keine Tür. Ohne dass ich das hier mache, passiert hier nichts. Weil die Tür ist auch zu. Oh nein, ich will doch nicht schon mal das Ding hier aufnehmen. Oder wartet mal. Ich habe da so gerade eine Vermutung. Nein. Das. Ja, natürlich. Schnell, als ob ich es wusste, wir haben noch einen Stab. Oh Mann. Und ich suche mich hier dumm und dusselig. Oh Gott, ein Fahrstuhl. Ein Fahrstuhl. Nie was Gutes. Nie was Gutes. Oh, es wird dunkel. Es wird dunkel. I wish I could forget about all those horrible places. I'd rather have them as my own memories and not this mix of feelings. My mental privacy has been compromised, and at the same time, I feel guilty as someone who regrets having stolen something precious from its rightful owner. Which was the fate of the professor? What kind of punishment would make him pay for the suffering and the deaths of his countless victims? Genau. Der sagt es mit den Worten, die ich genauso hätte gesagt. Oh, Chapter 2 schon, das ist das Auditorium. Okay. Hockt der sich gerade hin? Nee. Und wie sieht der gerade so klein aus? Felix Lundberg, Gothenburg, Sweden, 1954. Artist, sculptor. Connected to diverse missing persons by witnesses and relatives. Doorway's investigations detected that he was one of the last persons to interact with the victims. The case has been kept under wraps, given his social status. He is a renowned sculptor and a consultant for the Royal Swedish Academy of Fine Arts.
the place where several missing people were last seen. Da haben wir Nummer 2 gefunden, würde ich sagen. Ein Schwede. Ja, die sind natürlich, die Schweden sind alle, ja, alle kranke Menschen. Wenn man so da an den Zweiten Weltkrieg denkt, so nordisch und so, naja, nordisch ist nicht unbedingt schwedisch, aber trotzdem auch ein bisschen. Nein, nein, und X. Alter, hier, komm, machen wir Aktion. Oh, hier. Gucken, der Trick wieder funktioniert. Warum drücke ich immer den falschen Knopf? Ich habe keine Lampe mehr. Okay, dann suchen wir mal schnell hier alles ab. Oh, der rennt gerade auf einmal los. Olle Wetter. Ja. Das dürfte da schon wieder was vielleicht bewirken. So. Und zack, zack. Ja, Zahnrad dann. Ja. Und zu. Und einmal den Schalter gedrückt. Ja, da haben wir die Plattform. Das hatte was von Geisterhaus, wer den Film geguckt hat. Mit den Menschen, die aus der Tafel da oder aus diesen Todes irgendwas aus dieser Wand geguckt haben. Macht's gut, Lungs. Ich gehe jetzt sterben. Okay. Lass mich hier schnell alles absuchen. Nicht, dass wir da irgendwas übersehen. Okay, hier ist nichts weiter. Dann gehen wir mal lang. Den Flur. Der Verdammten. Zu. Hier ist offen. Hier ist. Das sieht gefährlich aus. Wir gehen erstmal nach rechts. Wir gehen erstmal nach rechts. Was für der Tempo? Ja, so sieht schon. Ist niedlich. Okay, hier muss was rein. Wahrscheinlich ein Schlüssel. Dann sollten wir den Schlüssel vielleicht mal suchen. Und hoch und weiter und dann gucken, dass wir hier irgendwo was. Alles klar, hier sind wir falsch. Vorerst natürlich. Weil hier ist nichts weiter, das heißt, wir müssen wahrscheinlich doch davon nach rechts, weil wenn ich jetzt hier geradeaus gehe, da habe ich nur eine Schlucht. Wenn ich mich hier verguckt habe. Ja, und da möchte ich jetzt auf jeden Fall noch nicht drüber. So, was ist denn, wenn ich hier drauf gehe? Okay, noch nichts. Aber das sah mir so aus, als ob hier was passiert, wenn ich drauf gehe. Was geht mit ihm da? Warum hängt denn der da so oben so rum? The personality of the sculptor is very complex. It has many layers. Each one concealing the next. To discover them, one has to earn the trust of their owner and know which intimate mechanisms to trigger. The entrance to his lair was closed, but that was to be expected. He wouldn't let anyone into the refuge of his most secret thoughts and memories. The answer was hidden somewhere else. I still had to research all the clues that I was sure were waiting for me ahead. I had a faint suspicion about their nature. Deep inside, I was hoping to be wrong. The personality of the. Yeah, the personality is. You've got. Personality. Personality. Oh, wenn die mal alle mal anders reden würden und nicht immer nur. Einfach mal eine Übersetzung, so Deutsch, Untertitel wäre schon was Schönes. Oder. Komplett Deutsch übersetzen wäre schön, aber naja, kann man nicht erwarten. Ist aber kein Problem. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt nach links gegangen. Ich gehe normalerweise immer erst nach rechts, aber das dürfte kein Problem sein. Oh. Hallo?
mal Sicherheitsservice an, ihr stürzt den Fahrstuhl ab. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hallo. Geht nicht, geht nicht. Geht nicht. Oh. Schnell gehen. Oh, hier ist die Statue, die wir, glaube ich, gefunden haben. Hallo? Hallo? Keiner da. Nachricht. I had descended to a deeper area in the sculptor's museum. In front of me, I could see a sculpture that gave me the shivers. I couldn't understand exactly why until I remembered where I'd seen it. Its face was the same as one of the missing persons that I was ordered to search for while I was investigating this case. He was a man that was last seen with the sculptor in one of his occasional excursions out of his mansion. The body of the sculpture had a classical style that reached for perfection, but his face was silently screaming for help and looked at me begging for something that I would never understand completely. There was something about this statue that kept me on my toes. I couldn't understand exactly what. To me, the statues were nothing more than statues, and they couldn't hurt me. But for the sculptor, they were something else. The representation of strength, power, and beauty applied as punishment to any foreign enemy. That feeling was overwhelming, and I slowly began to be afraid of the sculptures, but I couldn't take my eyes off them. Alles klar. Und ich... Habe ich die nicht hier auch? Oh, nee, Entschuldigung. Habe ich die nicht hier auch? Die nicht, die nicht. Nee, doch nicht. Ich war der Meinung, wir hatten die ja als Skulptur. Okay, dann gehen wir mal nach rechts erst. Hier ist auch nochmal so eine kranke Statue. Was haben wir hier? Hier kann ich auch nicht schon machen. Was ist denn, wenn hier das für eine... Für eine leuchtende Kiste immer. Oh, ein Foto. Ich glaube, der macht so. Aber das kann mich auch gerade täuschen. Muss ich hier was draufstellen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Habe ich die Statue so? Bin gerade ein bisschen verwirrt, was wir hier unten sollen bei den ganzen Statuen und was diese Kästen, die offiziell als ich kann was mit machen Symbol. Ich gehe mal runter. Wo komme ich jetzt hin? Hier ist alles klar. Da hinten sitzt eine Statue. Ich gehe mal kurz hier hoch. Wenn ich hier gucke, komme ich da wieder dahin, wo ich gerade runtergefallen bin, ja? Ja, alles klar. Dann gehen wir mal nach hier hinter.